Habt ihr die Aufregung in den sozialen Netzwerken mitbekommen in den letzten Tagen? Es wurde von Plan International eine Umfrage veröffentlicht, in der unter anderem gefragt wurde, ob junge Männer Gewalt gegen Frauen in Ordnung finden. Und auf den ersten Blick war die Zustimmung erschreckend hoch. Ein Drittel der Männer sagte, ja, Hand ausrutschen ist schon okay. Also gab es natürlich einen riesen Aufschrei. Intensiv wurde zum Beispiel auf Twitter diskutiert, und zwar über Gewalt gegen Männer. Das darf man nämlich nie vergessen. Wenn jemand über Gewalt gegen Frauen reden will, ist das Wichtigste, das Drängendste, das Essentiellste, sofort zu antworten, ja, aber es gibt auch Gewalt gegen Männer. Ja, gibt es auch. Die wird übrigens hauptsächlich von Männern verübt. Aber okay, diese Umfrage ist aufgrund ihrer Methodik hoch umstritten. Wir wissen also gar nicht, ob die Zahlen belastbar sind. Ich würde deshalb einfach mal davon ausgehen, dass Gewalt gegen Frauen nicht existiert. Ich meine, es ist ja nicht so, als gäbe es belastbare Zahlen dazu. Okay, bis auf die hier vielleicht. Die Betroffenen von Partnerschaftsgewalt sind zu 80% Frauen. Klassischer Fall von Selbstverschuldung natürlich. Wieso suchen sich die Frauen auch einen Partner? Jede Stunde werden 13 Frauen Opfer von häuslicher Gewalt. Nochmal, klassischer Fall von Selbstverschuldung. Wieso wohnen Frauen auch in Häusern? Jede dritte Frau hat in Deutschland schon mal körperliche und oder sexualisierte Gewalt erlebt. Jede dritte Frau. Das ist ja eine Minderheit. Sorry, mit Minderheitenschutz haben wir es nicht so. Jede vierte Frau wurde schon mal gestalkt. Dann soll sich doch jede vierte Frau über die Aufmerksamkeit freuen. Wenn sich jemand beschweren kann, dann die drei anderen Frauen, die nicht gestalkt werden. Alle drei Tage wird in Deutschland eine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Das ist diese klassische Berichterstattung, die sich aufs Negative konzentriert. Man könnte ja auch sagen, an zwei von drei Tagen wird in Deutschland keine Frau von ihrem Partner oder Ex-Partner getötet. Aber nein, das passt wohl nicht ins Weltbild von diesen Gender-Gaga-Feminazi-Kampf-Emanzen. Sorry, geht gleich wieder. Ich habe ein Gedicht geschrieben für die Männer unter euch, die Frauen als Objekte betrachten. Wenn ihr Till Lindemann heißt, ist das Gedicht natürlich nicht für euch, sondern für euer lyrisches Ich. Es geht folgendermaßen. Du bist ein echter, starker Mann. Eine Frau ist wie ein Stuhl für dich. Ein Ding, das man als Arsch besitzt. Geschaffen zum Gebrauch, mehr nicht. Und du tust mir ehrlich leid. Weil alles außer Sex und Küssen, gerade Worte aus dem Mund der Frau, dir gruselig erscheinen müssen. Ein Gegenstand, der sprechen kann. Verrückte, kranke Welt ist das. Kein Wunder, dass du, lieber Mann, solche Angst vor Frauen hast. Vielen Dank. Liebe Gemeinde, wir haben uns versammelt, um Abschied zu nehmen von der ganzen Sendung Extra 3 bei YouTube. Werden fortan einzelne Teile weiterhin in den irdischen Kreisen dieser Plattform unter uns weilen, geht die gesamte Sendung in voller Länge ab jetzt in die himmlische ARD-Mediathek. Im Namen des Tatorts, des Samparonis und des Heiligen Quizduells Panoramen.